währenddessen an einem ganz anderen Ort, ganz bestimmt nicht in der Welt von Scheißmonters, mit eurem Let's Play Retro und... I am this Steve. Ja, herzlich willkommen zu The Legend of Scheißmonters, wo wir in einer anderen Welt sind, in einem ganz, ganz anderen Ort. Steve, könnte es sich bei dieser Glasbodenwelt um Scheißmonters handeln? Ich möchte auch nochmal betonen, was für ein Dragon Ball übergang die ganzen Aktionen waren. Ich meine, also während unsere Helden zur Scheißmonters-Welt gehen, erleben auf einmal Lizelle und Don Miguel irgendein Abenteuer. Ja, ich finde das cool. Das ist wirklich genauso wie in einem Anime, wo du plötzlich irgendwie so Spin-off-Episoden hast, wo du irgendwie so nach 200 Folgen mal erfährst, was mit irgendwelchen Schurken vom Anfang war, die da besiegt wurden. Ja. Ich meine, das kann cool inszeniert sein, muss man sagen. Ich bin eigentlich ein Fan von sowas. Ich mag sowas wirklich. Ja, naja, das Problem ist halt, dass bei Legend of Scheißmonters schon prinzipiell nicht gut im Inszenieren ist. Ja, genau. Ne? Und deswegen, naja, also bei einem anderen Spiel wäre das, hätte das gerade ziemlich cool werden können. Siehe zum Beispiel auch Final Fantasy VIII, wo du ja zwischendurch auch mal wieder Leute aus der Vergangenheit steuerst in so Traumsequenzen, ne? So, na gut. Wir haben keine Ahnung, was hier vor sich geht oder ob dich irgendjemand mit ganz vielen Fragezeichen spricht. Diese verdammten Idioten! Alles läuft nach Plan! Diese Idioten werden mich zur absoluten Macht führen! Meine Falle wird im rechten Moment zuschlagen. Zum Glück ist es keine totale Macht. Oh Gott, es ist er. Okay, gut, dann darfst du ihm widersprechen. Ich dachte eigentlich, Xamiyov wäre tot. Ich hab's mir fast schon gedacht, ob es Xamiyov ist, oh Mann. Und das Beste, alle denken, ich sei tot. Ah, ihr Narren. Das hat auf jeden Fall noch gefehlt. Das gute alte Hahaha, ihr Narren. Ihr werdet alle sterben. Alle. Leck mich, Leute. Ich bin ein kleines, verärgertes Kind. Alle. Ja. Okay, Leute, das war ein ganz kurzer Auftritt von Xamiyov in der Scheißmonters-Welt oder wo auch immer. Er hat also aufgepowert. So, wen spielen wir denn jetzt? Endlich, Leute, wir scheinen in Scheißmonters zu sein. Yes, und Klaus und seine Freundin. Yeah. Guckt mal, die Welt von Scheißmonters ist durch eine riesige Mauer getrennt von der Welt Edre. Nein, das ist sowas wie Ost und West, weißt du? Yo, Dudes! Lasst uns diese Welt erkunden! Früher gab es da keine Mauer, da war es eine Welt und dann wurde halt eine Mauer gebaut. Oh ja, das stimmt. Zwei Welten. Wir sollten die Hafenstadt Zaya finden und dort Nirvana treffen. Das ist eine echt gute Band. Aber wir sollten in jedem Falle vorsichtig sein. Wer oder was garantiert uns eigentlich, dass Nirvana dann auch wirklich dort ist? Ich meine, hat Nirvana nicht auch selbst irgendwelche Pläne und geht einfach woanders hin? Ja, besser wäre es, wir sollten wirklich vorsichtig sein, sonst ist das Spiel bald vorbei. Mal sehen, was uns hier erwartet. Hoffentlich keine Schleime. Bin mal gespannt, warum eine übermächtige Frau wie Nirvana ausgerechnet mit uns sprechen will. Sie hat bestimmt eine Möglichkeit für uns parat, mit der wir unser Power-Level erhöhen können. Wir können nicht speichern, Steve. Das konnten wir auch noch nie. Also, außer natürlich auf der offenen Welt. So, Leute. Es ist genauso wie bei Eternal Legends. Wir sind in einer neuen Welt. Kannst du mal nach links nach oben gehen? Nach links nach oben? Meinst du hier dann? Es sieht irgendwie... Oh, diese Brücke ist so gigantisch. Guck mal hier diese Bauwerke an. Wow. Die Welt von Scheißmonters sieht so anders aus als unsere Welt. Warte, diese Bauwerke sind die aus... aus einem Super Nintendo-Spiel. Sieht irgendwie aus wie... Ist das... Illusion of Time? Ich hätte jetzt eher gesagt, die Super Nintendo-Version von Civilization oder so. Aber es könnte auch Illusion of Time sein. Oder geh mal nach oben. Ich wollte gerne, dass du nach oben gehst. Zur Brücke und so, ob du da hingehen kannst. Wir müssen erst mal diesen ersten Angriff, den kannst du wegändern, ruhig. Ich dachte jetzt schon, Oder mal darf ich nicht in die Stadt da reingehen? Ich dachte, dass du erstmal vielleicht schaust, ob du irgendwie nach oben oder so gehen kannst. Weil in der Stadt geht's ja weiter. Das heißt, du kannst da ruhig speichern davor. Ich probier's dann gleich aus. 1000 Drachen ist scheinbar ein AOE. Wusste Guardian ich, dass der noch AOEs lernt. Cool. Genau. Dann hatte ich den Spell sogar mit ihm gehabt. Weil ich wusste, dass er ein AOE hat noch irgendwann. Tja, hast du das Spiel doch ganz schön weit gezockt. Ich kann ja einfach mal hier an der Stelle speichern. Genau, und dann kannst du dann nach oben mal gehen. Wunderschöne Musik hier. Wir können ganz problemlos über die Brücke gehen. Dann versuch mal da reinzugehen in den Ort. So. Guck mal, jetzt haben wir scheinbar auch ein Tag-Nacht-System. Es wird nämlich gerade dunkel. Ja, scheinbar. Na, hat man schon immer gehabt, glaube ich. Was denn? Hast du es gerade gesehen? Er hat sich verwandelt. Er hat sich verwandelt, als er sich zu uns gedreht hat.
letzter Zeit finde ich Sonnenbrillen voll cool. Yay, Sonnenbrillen waren ja auch total cool, irgendwie in den 80er und 90er Jahren. Ja, Sonnenbrillen haben immer so einen Hype und Nicht-Hype. Doch, wieso wird es hier nicht mehr Tag? Wir sind jetzt einfach nur an einem gewissen Punkt im Spiel, in dem es einfach immer dunkel ist, Steve. Okay, dann drück mal F12 und dann lade mal. Das hat mich auch ein bisschen gewundert, weil vorher gab es doch gar kein Tag-Nacht-System. Wir können also wirklich eine Story skippen, scheinbar. Ich finde das cool. Guck mal, abhängig davon, von welcher Seite du den ansprichst, verwandelt sich der Typ. Oder? Ich meine, guck mal, von der Seite aus sieht es aus wie ein Punker. Guck mal, jetzt ist es irgendwie ein Astronaut oder so. Oh Gott, was hat er denn da verkackt, Mann? Das ist geil, oder? Kann denn sowas passieren? Wir lesen jetzt mal keine Texte und schauen mal nach Bullshit. Seit einem knappen Monat wurde es hier nicht mehr Tag. Wir sind auf jeden Fall an einem... Orte an der Welt. Guck dir das nochmal an, Steve. Guck mal, du hast ein Haus mit 2 Etagen. Und die obere Etage richtest du nur mit einer alten Rüstung ein. Das sind deine wertvollsten Sachen. Mehr hat sie halt nicht. Ja, wirklich. Man sieht auf jeden Fall, diese Person musste ihr komplettes Geld für das Haus ausgeben. Danach war nichts mehr übrig. Und dann die Ritterrüstung erstmal kaufen. Genau, Hauptsache noch eine Ritterrüstung gekauft. Ich will mehr Menschen finden, die sich verwandeln. Die sind nicht lesen, entern das nur kurz durch. Ja, gut, ist in Ordnung. Also hier ist auf jeden Fall... Sehr gut, dann laden wir, weil hier ist es später regulär weiter. Warte mal, die Musik im Hintergrund. Ey, das Lied kennst du auf jeden Fall auch. Ja. Schreib's mal nicht. Oh nein, wie heißt es denn? Oh, das ist gerade gigapeinlich. Ich hab auch gerade nicht drauf. Aber es kann wieder alles sein. Ich meine, hier lief schon blau blüht der Enzian. Ja, eben. Ja, das ist auf jeden Fall auch so ein... Hier ist alles möglich. Drück mir F12. Haben wir genug gesehen. Na gut, ausnahmsweise. Wir wollen ja nicht Story skippen. Ja, es tut mir leid. Ich denke mal, man kann wahrscheinlich Story skippen. Quatsch, man kann doch hier im Spiel keine Story skippen, Steve. Also bitte, du willst erstmal in den Laden gehen. Wann kann man denn in RPG Maker Trash Games irgendwie Story skippen? Kann ich hier durchlaufen? Oh ja, stimmt. Stimmt, ja. Da wusste sich der Entwickler ja mit Teleports zu helfen. Ja. Also, wir können... Champion-Messer, sehr gut. Drachenring. Ja, hier können wir die ganzen Sachen kaufen, die wir damals mit Lisey gekauft haben. Genau. Und die dann leider beim Timeskip verloren gegangen sind. Ja. Champion-Messer, fangen wir da mit Champion-Messer an, gehen wir zum Champion-Messer. Davon konnte ich 2 kaufen, oder? Wie war denn das? Brian konnte noch 2 Waffen tragen, oder? Verwechsel ich gerade was? Kauf mal eine erstmal nur. Das will ich erstmal nachgucken. Ausrüstung. Genau, Rubens kann nämlich 2 Messer tragen. Aber das DX-Messer war, glaube ich, ziemlich krass. Ich kaufe erstmal einen, okay? Ja. Dann so. Brauche ich ja noch 2 Drachenringe. Champion-Messer. So, warte mal, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Champion-Messer erhöht um 40 Punkte. Und das Deluxe-Messer nur um 35, oder? Warte. Was war jetzt neu? Welches Messer? Das Champion-Messer ist neu. Wenn wir das ablegen, haben wir nur noch 100, also das erhöht um 40. Und wenn wir das Deluxe-Messer ablegen, dann haben wir nur noch 115. Okay. Das heißt, was ist das Stahlmesser als Zweitwaffe? Was ist das ist irgendwie auch besser als das Deluxe-Messer. Irgendwie ist das Deluxe-Messer gar nicht so gut. Ja. Gut, dann haben wir es ja. Wir können es noch ein zweites kaufen davon, ja, aber ist ja besser dann logischerweise, ne? Mann, dafür muss ich erstmal Zeug verkaufen. Und warte, nee, du hast doch genug Geld. Aber schon? Ja, 14.000 noch. Ach ja, du hast recht. Ich dachte mir gerade, ich habe nur 1.400. Es tut mir leid. Kannst du noch ein Champion-Messer noch holen? Das Berserker-Kleid ganz kurz? Das könnte für... Ah, Hammer, Klaus... nee, und wir haben eins. Gelagerte Item 1. Okay, du hast recht, wir haben eins. Dann bekommt Klaus das direkt. Auch wenn es seinen Speed reduziert, aber es sind nur 3 Punkte. Ja, so wenig, das ist man... Genau, und das Ding ist, jetzt muss man noch schauen, bei wem sich es lohnt, genau das anlegen. Und jetzt schaust du mal, wen es sich lohnt, das Dings anzulegen. Was für ein Dings? Was ich kaufe, das ist den Ring. Ach so. Sicherheit steht. Ja, hier zum Beispiel. Käse. Steigert magische Fertigkeit. Ja, die Splendana ist auch Quatsch. Ja, los, kommt das andere rein. Passt. Ja. Ich denke auch. Gibt's Helme zu kaufen? Nein, gibt's nicht, Steve. Du hast alles gesehen, was es zu kaufen gab. Okay. Ich kann es dir nochmal zeigen. Hier. Das ist alles, was es zu kaufen gibt. Ja. Also ich könnte jetzt noch mehr Drachenringe kaufen, wenn du möchtest, wir können es auch erstmal sein lassen. Ich denke auch. Wir gehen nochmal speichern, weil wir jetzt so weit sind. Speichern nochmal. Wir sind so weit, das Spiel endlich wieder abzuspeichern. Ja. Wir haben gerade wichtige Sachen erledigt. Wir reden erstmal mit dem Typen hier. Willkommen in der Stadt Psaya. Das Wahrzeichen dieser Stadt ist der große Leuchtturm am Hafen. Der gute alte örtliche Begrüßer. Ich liebe diese Leute einfach. Dass in der Vergangenheit dieselben Leute hier rumstehen wie jetzt. Stimmt, du hast recht. Den selben Text. Ich liebe diese Kirche. Ich habe denselben Text wie damals.
Du hast recht, die Leute sind alle seit Jahr. Guck mal, ihr Freund ist immer noch vor kurzem an einer traurigen Krankheit gestorben. Schluchz! Ist cool, oder? So. Das selbst darauf nicht geachtet. Dann ist jetzt die Frage, wo stand sie denn rum? War das hier in dem Gebäude? Nee, wir haben sie noch so gesehen, Nirvana, bisher. Das heißt, wir müssen sie jetzt frisch suchen. Aber ich habe eine. Ich glaube, dass sie unten ist. Gehen wir nach unten. Warte, nach unten. Ich gehe so weit nach unten, wie ich gehen kann. Weil hier ist am letzten Mal nicht weiter. Du hast recht. Halt, Moment, das war hier unten. Hier kam er schon, aber nicht aufs Schiff sozusagen. Nein, doch, das hat er. Genau, er hat es auch beim letzten Mal auch schon gesagt, dass das Schiff sich in der Reparatur befindet. Seit genau. Jahren. Wirklich, das macht es halt so schlecht, dass es spielbar war, ne? Das macht es einfach unglaublich schlecht, ja. Also wirklich. Ja, also das ist. Das habe ich aber auch noch nicht erlebt. Das ist die das in der Vergangenheit. Also, sorry, das ist die unnötigste Zeitreise, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Vor allem auch die unglaubwürdigste. Ja, ich meine, dagegen sind selbst Terminator-Zeitreisen. Logisch. Müssen wir hier rein? Vielleicht, das habe ich mir jetzt gedacht. Ich da mal mit den Typen. Willkommen in unserem Leuchtturm. Versuche mal nach ganz oben zu gehen. Ihr rennt aber alle gegen das Gipfel. War ja, glaube ich, auch nicht so schwierig, ne? Ja, denn hier haben wir wieder die Schleime, ne? Super. Ist wirklich wunderbar, dass der Entwickler daran gedacht hat. Guck mal hier, Tische und Stühle, damit man sich ein bisschen ausruhen kann, wenn man es so weit nach oben geschafft hat. Also gut, im Turm ist es schon. Such mal so weiter. Geh mal in die Gebäude rein jeweils. Ja, ja, muss ich ja machen. Also in der Kirche ist es schon mal nicht, das wissen wir. Nee, hier, das ist sie doch, oder? Nee, ich liebe es hier zu wohnen. Sorry. Doch, was? Das ist diese RTP-Blondine. Ja, das war keine Blondine, die hatte lila Haare, glaube ich, aber ist egal. Nein, ja, die RTP-Blondine ist das Nirvana. Die, achso, das meinst du mit RTP-Blondine. Ist das nicht Nirvana? Nein. Diese Soldatin. Ich weiß doch, wie sie aussieht, Steve, aber ich dachte mir, vielleicht hat sie sich einen Mantel angezogen. Ach, hier, im Pub. Im Pub sollten wir sie doch finden, Steve. Da ist sie doch. Hier, ja. Da ist sie doch. Ganz schön lange gebraucht, um hier aufzutauchen. Habt ihr noch ein Flashback gespielt oder andere Leute oder was? Nun, wir hatten noch einige Probleme. Wir können schließlich nicht einfach zwischen den Welten wechseln, ja. Doch, genau ja. Das ist es, was am Ende geschehen ist, oder? Wir sind einfach zwischen den Welten hin und her gesprungen. Ich sehe schon, ihr wisst ein wenig über mich Bescheid. Aha, wie kommt ihr jetzt darauf? Warte mal kurz. Weil wir zwischen den Welten, gesprungen sind. Es gibt nur einen Grund, zwischen den Welten zu springen. Und das ist, weil wir Nirvana suchen. Okay, pass auf, das wäre jetzt ein bisschen so, jetzt würdest du zu mir sagen, hey Steve, kommst du mich heute besuchen? Ich so, jo, dann komme ich zu dir, bin auch 10 Minuten zu spät. Hey Steve, du kamst mit 10 Minuten zu spät. Ja, Bahn hat eine Verspätung gehabt. Du scheinst viel über mich zu wissen. Ja, genau so. Weil du mit der Straßenbahn zu mir gefahren bist. Du weißt zumindest, wo ich wohne. Und wir wussten ja auch, wo sie sich aufhält. Wir wissen, dass Nirvana am liebsten im Pub rumgeistert und sich den ganzen Tag über zusäuft. Eine finale Mission hat... eure finale Mission hat bereits begonnen. Das ist auch so ein Ausdruck, eure finale Mission. Das wird Ihnen echt niemals jemand sagen. Ja? Doch, auch wenn das wirklich unsere finale Mission wäre. Zum Beispiel, wenn wir zum Beispiel Soldaten sind oder so. Ja, ein gewisser Diktator hat quasi auch was in der Richtung gesagt, aber das wiederholen wir jetzt lieber nicht, ja? Aber ansonsten, ne? Hä? Ich meine, okay, vielleicht mal auch, es wird die finale Schlacht, aber selbst das frage ich mich, ob das wirklich meine Kriegsherr gesagt hat. Oder das wird höchstens die letzte entscheidende Schlacht, naja, irgendwie seltsam. Diese Welt ist riesig. Das ergibt alles überhaupt keinen Sinn. Ja, das ist eure finale Mission hat begonnen. Diese Welt ist riesig. Was? Weißt du, was mich das erinnert? Das ist ein alter Machtdialog. Da wurden auch teilweise random Sätze aneinandergereiht. Weißt du, wovor ich jetzt gerade richtig Angst habe? Dass das wahre Spiel jetzt erst beginnt. Das ist jetzt eine Open World mit nochmal. Ja, alles davor war nur ein Vorgeplänkel. Jetzt beginnt das wahre Spiel. Lisa hat doch schon gesagt, dass sie uns die Kristalle sammeln lassen hat. Das war einfach nur, damit das war ein Test. Ja, es war ein Test. Das war eigentlich gar nicht notwendig, damit ihr her könnt. Ja, genau. Oh mein Gott, ey. Viel größer als eure Welt, Edre. Naja, Edre war wirklich nicht besonders groß. Ja. Was willst du überhaupt? Ja, danke, Rubens, danke, wirklich, danke. Ja, ey, nur weil du die Tochter des Gottes Personas bist, haben wir noch lange keine Angst vor dir.
Ich zum Beispiel mag dich sogar. Du bist wunderschön. Hä? Oh Gott, was ist das für ein Dialog? Wir haben keine Angst vor dir. Wir finden dich zum Beispiel wunderschön. Ich kann doch auch irgendjemanden schön finden und trotzdem habe ich Angst vor der Person. Ich bin etwas über 600 Jahre alt. Wow, das sieht man dir ja gar nicht an. Alle denken, ich sei ein Tyrann. Nur weil mein Vater einer war. Und sie, warte mal, ich verstehe es jetzt gerade nicht so ganz, wenn sie über 600 Jahre alt ist. Ja. Ist sie jetzt erwachsen? Lebt ihr Vater? Also ihr Vater lebt ja, noch, oder? Ja, das ist ja unterschiedlich. Ich meine, auch in solchen Fire Emblem gibt es auch Charaktere, die halt irgendwie 600, 700 Jahre alt sind, noch an das Kind zählen. Ja, deswegen frage ich ja, sozusagen. Ist sie jetzt mit 600 Jahren immer noch ein Kind? Das wissen wir halt nicht. Aber sie sieht ja jugendlich aus, oder junge, erwachsene Frau. Ja, gut, ich glaube, das liegt eher an den RPG-Maker-Facesets, wo es irgendwie nur junge und alte Menschen gibt und nichts dazwischen. Ja. Doch, ich bin eher das Gegenteil meines Vaters. Ich bin Pazifistin. Ich mag mächtig sein in euren Augen. Aber im Vergleich zu meinem Dad... Warum sagt sie Vater und Dad in einem Satz? Das würde keiner machen, es tut mir leid, aber... Wechseln wir jetzt zwischen Englisch und Deutsch? Ich kann dir sagen, warum. Soll ich sagen, warum? Er wollte dasselbe Wort nicht... gehabt und da hat sein Deutschlehrer ihm gesagt, hey, Bill, nee, wie hieß er nochmal? Typ aus dem Intro, der seinen Namen genannt hat und eine Freundin sucht, benutze nicht in einem Satz zweimal dasselbe Wort. Ja. Auch nicht im nächsten Satz. Ja, scheinbar. Das hätte man nicht irgendwie anders formulieren können. Nein. Ging nicht. Bin ich eher ein kleiner Wurm? Oh mein Gott, ihr Vater ist der mächtigste Mann im ganzen Universum. Selbst obwohl ich nur 10% meiner Kampfkraft genutzt habe, wäre das im Vergleich zu meinem Vater 0,1% der Kampfkraft. Ey, wirklich, Steve, ich hoffe echt, dass wir, nachdem wir hier mit diesem Text fertig sind, einen Switch bekommen zum Dorfältesten, der enthüllt, dass er Persona ist. Ja. Doch, der Planet Edre wird bald vernichtet werden vom Dorfältesten. Wow, wie kommst du denn darauf und wie kommen wir jetzt dazu, zu diesem Thema? Vor allem, ich dachte zuerst, eure finale Mission hat begonnen. Die Welt ist riesig. Eure Welt wird vernichtet werden. Okay. Das ist also, ich muss sagen, die Themenwechsel gehen ja genauso schnell voran wie in Alte Macht. Ja, aber im Alte Macht war es irgendwie witziger, weißt du, ich meine so. Was meinst du damit? Er ist wieder erwacht. Persona ist wieder da. Mein Vater. Vor einiger Zeit habe ich Xamolf gejagt. Er schickte seinen Diener Eborstihad. Dieser tötete meinen besten Freund. Das war die Situation auf dem Schiff ganz am Anfang. Genau. Masemas hieß er. Das ist doch so ein absolut bescheuerter Name. Ob ihr es nun glaubt oder nicht. Masemas, er war... Er war die Reinkarnation meines Vaters. Hä, ich dachte, ihr Vater lebt noch. Warte kurz. Nur solch enorme Kräfte hatte er nicht. Okay, lassen wir mal weiter. Mal gucken, was gleich als Begründung kommt. Ich merke schon, jetzt wird es richtig kompliziert. Ist Persona immer noch so stark wie früher? Nein, noch nicht. Es ist so. Durch den Tod Masemas wurde eine gewaltige Energie freigesetzt. Ey, läuft doch schon wieder irgendein Pop-Song im Hintergrund, oder? Ich versuch's zu ignorieren. Ey, das Schlimme ist halt, durch diese MIDI-Qualität, ich kann das gerade schon wieder nicht erkennen. Leute, wenn ihr wisst, welches Lied da im Hintergrund läuft, Mr. X, wenn du es weißt, bitte in die Kommentare schreiben. Ansonsten wird das Video vom Sound nur gestartet. Ja, ich weiß, logisch. Steve, ich bin froh, dass das Internet zu der Zeit nicht so ausgelegt war, dass man einfach die ganzen MP3s durch die Gegend geschickt hat. Also ich muss sagen, zu der Zeit war irgendwie so, keine Ahnung, 3, 4, 5 Megabyte, was so eine MP3 mitunter groß ist. Ja. Konnte man nicht einfach so durch die Gegend schicken, geschweige denn irgendwo speichern. Ja. So. Das hattest du schon, oder? Ja. Diese absorbierte Epos... Ja, du musst ein Schwein sein in dieser Welt! Du musst ein Schwein sein in dieser Welt. Ja, von den Prinzen, oder? Ja. Lol, oder? Das ist so geil. Da merkt man richtig, was irgendwie so, keine Ahnung, späte 90er, frühe 2000er populär war. Das ist geil, oder? Wir hatten Toten Hosen schon.
Ja, ja, jetzt haben wir noch, jetzt haben wir noch die Prinzen. Ja. Das ist echt geil. Heino hatten wir auch. Ja, genau, Heino hatten wir auch schon. Ja, also dieser absorbierte Eberwurstjagd damals, ohne dass er es wusste. Durch die Zusammenschließung von Basamuf, Gradius und Eberwurstjagd konnte ein Teil dieser Energie aktiviert werden. Das, oh mein Gott. Immer komplizierter. Immer dümmer. Allerdings nur wenig. Also, ich fasse aber ganz kurz zusammen, weil es bisher so dumm war. Also, pass auf, auch für dich, ne? Ja, Gerät, danke, Steve, danke, Steve. Finde ich nett. Okay. Steve muss mal wieder den Plot erklären. Also, Leute, ja, wir kennen ja Persona und so, den supermächtige Typ. Was niemand wusste, Masemas, ja, dieser Typ vom Intro, der war die Reinkarnation von Persona, aber in super schwach. Ne? Und scheinbar nicht böse. Ja. Einfach nur die Reinkarnation. So. Eberwurstjagd hat den getötet. Im Namen von Xamiov. Und was er nicht wusste, ist, dass dann diese Echse den aufgesaugt hat. Eberwurstjagd meinst du jetzt, ja. Genau, Eberwurstjagd hat dann die Energie von Persona aufgesaugt dadurch. Hm. Ohne dass er es wusste. Als dann er sich mit den anderen beiden zu Basagadamuf oder ähnlich sich verbunden hat. Ebogadumuf. Genau. Dabei konnte ein Teil der Macht von Eberwurstjagd sich aber von Persona sich loslösen. Okay. Und dadurch kann jetzt Persona zurückkommen. Das ist mir alles viel zu kompliziert. Leute, ich würde vorschlagen, ihr hinterlasst uns wie immer einen netten Kommentar und einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von The Legend of Scheißmontos wieder, wenn Nirvana mehr von der Geschichte erzählt und das Spiel wahrscheinlich immer verstrickter und verwirrender wird und wir uns dann bestimmt noch hier ein bisschen in der Open World umschauen dürfen. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht und wir hoffen, ihr seid es auch. Bis zum nächsten Mal hier bei diesem wunderbar beknackten Spiel. Tschö, tschö.